Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen heute hier beim Nachtschwärmer. Wir fahren Euro Truck Simulator und ich staune gerade, guck mal hier. Ich habe ja sogar Tagesfahrtlichter, das wusste ich gar nicht. Sieht echt cool aus. Ja, so zum normalen, nicht normal. Und wir wollten hier hinten diesen Dings da aufladen und neuer Patch ist draußen. Das heißt, man kann so auch das Lenkrad verstellen und so weiter. Das geht jetzt bei meinem hier komischerweise nicht, aber ich denke mal, das liegt immer daran, weil das hier eine Mod ist. Ne? So, ihr wollt das mal sehen, oder? Ich bin eigentlich auch neugierig. So, wir gucken einfach mal. Zack, MAN. Online kaufen. Ausführung ändern. Also, nee, Quatsch. Geht ja überhaupt nicht. Kann ja gar nicht gehen. Also wieder zurück. Oh, ich hätte gerne mal einen neuen LKW, ehrlich gesagt. Und deswegen, wir wollen nicht so lange rumquatschen. Ich suche mal ganz kurz so ein bisschen Musik aus. Und dann starten wir unsere Nachtschwärmer-Folge. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Nehmen wir mal. Das war nicht schlecht. Gut, einmal reingesetzt. So, Motor läuft. Und jetzt mit wirklich echtem Ankuppeln. Das war irgendwie... War das aus? Warum auch immer? Wundern. Michael zu Recht sagte, hey, sag mal, du kannst so gut ankuppeln. Das kann doch überhaupt nicht sein. Boah, das rappelt ja. Ist ja geil. So, ist dran. Dann Warnblinker wieder raus. Okay. Da hat sich auch irgendwie was getan mit den Trailern und so. Ich habe es jetzt nur gerade so überflogen, dass es da wieder neue gibt, glaube ich. Ne? So, nur nicht irgendwo dagegen fahren, das wäre doof. Okay, ihr wollt informiert werden, denke ich mal. Wir haben Gleisketten, 11 Tonnen. Bestimmungsort Oslo Rena Logistics erwartet um spätestens 13.53 Uhr am Sonntag. Wir bekommen 12.000 dafür, haben noch 10 Stunden Zeit und wir brauchen theoretisch 5 Stunden 56 und sind auch ausgeruht. Okay, dann buxiere ich uns hier mal raus. Hä? Hängt fest oder was? Stimmt ja nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, mal mehr ausholen soll. Warte mal, fahren wir mal ein Stückchen zurück und gucken mal, warum er da hängt. Wahrscheinlich irgendwie eine Kuhle oder so, wo er gerade drin gehangen hat. So, dann vorsichtig hier wieder rausdeichseln. Dann geht es hier auch ganz schön steil berghoch. Nicht, sonst hier noch einen Spoiler abreißen. Passende Musik dazu für Fails. Ne? Aber kein Fail. Ich schaff das schon. So, müssen wir mal links. Und trotzdem finde ich, es gab ja heute wieder für den Fernbus-Simulator, gab es wieder ein großes Update, ne? Ich bin gerade nebenbei am Installieren, habe das jetzt mir noch nicht angeschaut. Ich hoffe mal, dass ich da ein bisschen mehr getan hat und ich finde eigentlich, das Spiel sollte so die gleichen Qualitäten bieten wie hier der Euro Truck Simulator. Gut, der ist lange gereift, da gab es ja viele Updates auch und so, aber man könnte sich hier echt vieles abschauen. Und ich hoffe einfach mal, ich meine, Fernbus Simulator entwickelt sich ja aktuell weiter, ist ja toll, dass sie die Patches nachschieben und ich hoffe einfach mal, dass da noch
ein bisschen was kommt und dass dann einfach da auch die Langzeitmotivation bleibt. Ne? Immerhin, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man jetzt die Busse umscannen. Warte mal, wir müssen rechts rum. Und da gibt es wohl schon die ersten aus der Community. Aber gut, wir werden doch erstmal Flixbus fahren. Der gerade erst damit angefangen, ne? American Trucks mal, hätte ich auch mal wieder Bock drauf. So. Dann gab es ja auch jetzt diesen Police. Ich habe jetzt den Namen nicht aufgeschrieben. Simulator. Da wurde halt die Einheiten per Klick bewegst und so weiter, ne? War ich jetzt mal überlegen, ob ich mir den besorge und anspiele. Aber einfach, es gibt mal ein aktuelles Zeitfenster nicht. Ja, so viel Zukunft ist es halt so, wenn solche Spiele rauskommen, dann werden wir die auch zeigen, auf jeden Fall. Und wenn es nur 3 Folgen sind, also 3 Folgen sollten es schon sein, damit wir uns überhaupt mal so einen Eindruck machen können. Ne? Und wenn die dann Spaß machen, dann läuft so ein Projekt dann auch weiter. Das ist dann halt schon so Sinn und Ziel dieses Kanals. Wenn halt irgendwas mit Simulatoren draufsteht, dann solltet ihr das hier auch sehen, bekommen und ja, einfach dann auch für euch einschätzen können, hey, ist das ein Spiel für mich oder ist es nix? Ja. Geile Landschaft. So, wir dürfen 70 fahren. Ich kann nochmal einen Tempomat gleich reinschmeißen. So, die Kurve sollte hier kein Problem sein. Alles gut verzurrt. Schon wieder so empfindlich. Mit Kraftstoff aus, der Tank ist voll, er hat mir erst getankt, ne? So, müssen gleich rechts abbiegen. Ja, das finde ich auch bei manchen Simulatoren so schade. Ich meine, Gronkh hat jetzt den Fernbus-Simulator ziemlich auseinandergenommen. Ich weiß nicht, ob ihr da ein Video mal von ihm gesehen habt. Also da kein grünes Haar dran gelassen. Aber auch so Dinge, die ich jetzt gar nicht so gesehen habe unbedingt oder hätte, liegt vielleicht auch einfach daran, dass wir Simulatoren-Fans, ich sag's ja mal wieder, wir sind leid geprüft, ne? Was da so manchmal auf den Markt gehauen wird, das ist wirklich unter aller Sau, aber jetzt muss ich mich einfach hier konzentrieren. Jetzt soll ich mal rauskommen, draufkommen. So, ein bisschen weiter hier. Fahren. Gut, dass so wenig Verkehr ist. Kriegt den da nicht rum. Der misst es einfach. Ich denke mal, der hat hinten keine Lenkachse. Ne? Ich muss da mal ein bisschen weiter ausholen. Das kann man immer wegen der Schnauze so ein bisschen schlecht einschätzen. Da freue ich mich immer wieder, wenn man wieder mal eine flache Schnauze fahren. So toll wie der LKW hier auch ist, aber. So, dann sollen wir mal von hier gucken. Ich habe auch einen Arktros. So, fährt nur mein Kollege. Sieht schon besser aus, ne? Man muss halt wirklich dann. Ja, sieht gut aus. Jedenfalls ist Gronkh dann auch ausgestiegen, hat sich mal die Häuser angeguckt und so. Und ja, das ist natürlich alles nicht so prickelnd. Ne? Wie gesagt, es ist halt bei uns so, wir sind halt einfach leid. Ja, also was es da so alles an Simulatoren gibt, ihr wisst es ja selber. Das ist manchmal wirklich unter aller Kanone. Das
erstmal raus. Ich hoffe einfach mal, wir beschleunigen schnell genug. Danke. Naja, was ist nicht. Also, es ist ja schon von dem Modell her und so, ist es ja im Fernbus-Simulator, sieht das schon ganz gut aus. Also, der Bus selber, ne? Die Fahrgäste finde ich in dem Sinne auch nicht schlecht. Im Gegensatz, wenn man das. Ja, es ist eigentlich immer blöd, wenn die sich dann gleichen. Das ist schon mal doof. Man so denkt, ja, hast du jetzt Zwillinge an Bord. Ich glaube, heutzutage kann es ja auch nicht mehr so schwer sein, da mal ein paar mehr Leutchen zu gestalten. Und vor allen Dingen, also es ist schon besser als bei OMSI, ne? Da sind ja, aber da gab es, glaube ich, jetzt auch irgendwie, gab es auch nochmal ein DLC, dass du da wieder neue Leute mit reinkriegst, ne? Aber okay, das ist ja mit, von den Leuten her von mir aus, ne? Aber so das Drumherum, so das Gefühl, dass man wirklich auch dann, wenn man schon so ein Gerät fährt, dann möchte man ja auch so das Gefühl haben, ja, dass die Städte vernünftig aussehen, dass man da reinkommt. Und selbst wenn es meinetwegen dann eine Fassade ist, man steigt ja nicht so viel aus und rennt, guckt sich da unbedingt jetzt die, macht das Sightseeing zu Fuß, aber weiß nicht, ich finde schon so diesen Anspruch, wie wir ihn jetzt hier haben, beim Autotruck-Simulator, finde ich, dürfte man also schon auch von so einem Fernbus-Simulator erwarten. Ne? Auch wenn man hier nicht aufsteigen kann, das würde ich mir natürlich auch noch wünschen, dass es hier mal irgendwann. Aber man muss auch mal sehen, den Preis hier für dieses Spiel. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das, als es rausgekommen ist, wie hoch der Preis da gewesen ist, aber alles im allen ist, gut, aktuell ist er sowieso, glaube ich, sehr günstig. Aber zumindest kommen ja auch immer mehr Simulatoren auf den Markt, was ich natürlich gut finde. Und ja, das ist vielleicht also einfach auch mal einfach die Entwickler auch mal dazu, ja, anspornt, vielleicht auch mal Qualität einfach rauszubringen für uns. Ne? Ist das eine Burg oder so? Nee. Aber trotzdem schön. Also die Landschaft hier ist wirklich herrlich. Was ich beim Fernbus-Simulator gut finde, ist, wenn es regnet zum Beispiel, ne? Wie Wasser auf der Straße steht und so, das sieht schon geil aus, haben wir schon schön gemacht. Naja, ich bin gespannt, ich werde es auf jeden Fall nächste Woche mal wieder anspielen. Vielleicht auch schon früher, aber ich glaube, momentan schaffe ich es nicht. Morgen gibt es nämlich Pizza vom Grill. Da muss ich noch ein bisschen was vorbereiten, oder vielmehr habe heute schon ein bisschen was vorbereitet. Den Teig natürlich vorher gemacht. Der muss, glaube ich, mindestens 10, 15 Stunden muss der im Kühlschrank. Damit der Grill angeheizt morgen. 350 Grad ist der Plan und da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Wenn ich dran denke, stelle ich mal ein Foto auf Facebook, wenn ihr da Bock drauf habt. So, 80 dürfen wir fahren. Fahren jetzt aktuell. Das Lenkrad ist 89 ist okay. Dieser Strebe, die störte manchmal schon ein bisschen. Ne? Hätte auch das andere Lenkrad nehmen können. Das hätte diese Strebe nicht, aber das hat schon was irgendwie optisch, finde ich. Aber ich werde jetzt an diesem LKW hier auch nicht mehr so viel aufrüsten. Vielleicht irgendwann mal was an der Lackierung basteln. Denn ich hätte ganz gerne mal die nächsten in den Pool. Wie weit haben wir es denn noch?
3 Stunden. Okay. So, es dämmert auch so der Morgen, ne? Okay. Ich muss leider heute Schluss machen. Ich muss halt ein bisschen früher raus. Nochmal Entschuldigung, dass es am Mittwoch nicht geklappt hat. Mit der Nachtschwärmer-Folge. Warte mal, ich will mal hier das Ding nochmal weg haben. Ja, ging leider gar nicht am Mittwoch. Soll auch in Zukunft wieder so sein. Ne? Mein Plan ist Nachtschwärmer am Mittwoch 22 Uhr und am Samstag 22 Uhr. Ne? So soll es eigentlich sein. Okay, euch wünsche ich noch einen schönen Restabend, eine gute Nacht, macht's gut und schön, dass ihr mitgefahren seid. Und an meinem Plan, dass ihr mal wieder mitfährt, hatte ich auch schon gesagt, da bastel ich immer noch dran. Und das kriegen wir auch nochmal hin. Auf jeden Fall. Ne? Gut, dann gerne mal einen Kommentar drunter, ob ihr mittlerweile den Fernbus-Simulator habt, würde mich mal interessieren. Und ansonsten euch eine geruhsame Nacht, YouTube. Macht's gut!